Was? Wieso? Okay, ich mach das jetzt. Du machst, also. Machst du für mich? Ich mach für dich, Bibi, okay? Machst du für mich? Okay. 3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen auf dem besten Kanal auf YouTube, auf ApeCrime TV. Heute mit einem Special Guest und zwar Jengis von ApeCrime. Los, Bibi, das war dein Auftritt. Bibi, das ist dein Auftritt, du musst schon hervorkommen. Komm schon. Ja, Freunde, herzlich willkommen. Wir haben schon mal ein Video gedreht. 10 Peilen. Pack mal die Scheiße. Mann, das ist meins, Alter. Schaut euch an, ich hab einen Flummi, ey. Wir haben schon mal ein Video gedreht, die 10 peinlichsten Fragen. Und ich habe mir jetzt was ausgedacht. Ey, pack das mal weg. Halt mal die Fresse. Mann, Nervsau. Du Nervsau. Ja, das kann ich ja machen. Diesmal mit einer... Diesmal mit einer revolutionären Idee und zwar habe ich... Es gibt wieder 10 Fragen und zwar von den Zuschauern, aber nicht zum Beispiel Sarah beantwortet die Frage, die ich stelle für Sarah, sondern ihr müsst die für den jeweils anderen beantworten. Was ist das für eine spektakuläre Änderung? Ich glaube, das wird alles revolutionieren. Wir werden Comedy revolutionieren. Das war Comedy. Wir haben es revolutioniert, Freunde. Wir haben es endlich geschafft. Die erste Frage. John Winter sagt euch, hat der jeweils andere schon mal unter der Dusche gesungen? Jetzt muss ich für Jengis antworten. Ja, hab ich schon ganz oft gemacht. Mach ich immer. Oder du musst nur sagen, ob er es macht und so. Ja, weißt er tut du? Es. Und ich muss die Stimme von Sarah imitieren. Musst du nicht. Nein, du musst einfach sagen, ob ich es mache oder du nicht. Hast du aber gerade gemacht. Ja, dann mach. Ja, hab ich ganz oft gemacht. Ich so rede. Also habt ihr das beide gemacht? Ja. Okay. Sandra Baumann fragt, habt ihr, also hat Jengis wohl schon mal über eine offene Beziehung nachgedacht? Nein. Auf keinsten? Nein. Auf keinen Fall. Nein, hab ich nicht. Hast du? Nein. Baby. Oh, nein. Da war ein, mich nicht an. Da war ein Denker eigentlich. Nein, das habe ich noch nie drüber nachgedacht. Fred Frederiksson sagt, hat Jengis schon mal eine Sucht nach irgendetwas entwickelt? Oh ja, nach mir. Nein. Ja, ich habe schon eine Sucht entwickelt und zwar nach einem Energy Drink und nach ganz vielen PC-Spielen und nach Pisto Rosso. Das war's, okay, und Sarah? Ja. Ja, du musst es halt immer in dieser Sprache machen, ich rede nicht so. Sucht nach Jengis Schwanz. Nein. Ja, nee, Sarah kratzt sich halt so oft. Aber das ist bedingt durch eine Krankheit. Ja, aber du bist süchtig danach. Das stimmt. Okay, ist richtig, ja, das stimmt. Bibi, jetzt ist mein intimstes Geheimnis. So ist es. Mr. Xul sagt uns, verratet uns doch mal bitte ein Geheimnis des jeweils anderen. Ah, okay. Ein Geheimnis gegenüber der Community. Okay. Ja. Es zählt das. Ja. Er wird morgen etwas tun. Aber wahrscheinlich über die Social Media Plattform schon alle wissen. Er weiß es selber nicht. Du hast doch morgen diesen Termin. Ja und? Ist das ein Geheimnis? Nee. Aber die Leute wissen es ja jetzt noch nicht. Ja, das ist jetzt ein Geheimnis. Nein. Das zählt weiter. Okay, was hat Sarah für eins? Das müsst ihr im neuen Video nachgucken. Sarah hat eigentlich keine Geheimnisse. Ich habe eine reine Ich habe gar keine Geheimnisse. So rede ich gar nicht. Ich habe eine weiße Weste. So ist es bei der Misse. Tischi sagt... Pischi Pischi. Was war das nochmal? Pischi Pischi ist Pissen. Warum? Ich weiß nicht, Pischi Pischi. Musst du Pischi Pischi? Hat der jeweils andere den Partner aus Versehen schon mal verletzt? Ja. Ja. Was war da? Ja, ich habe Jengis schon mal sehr stark verletzt. Und wie? Ihm meinen Ellbogen aus Versehen ins Gesicht gerammt. Stimmt das? Stimmt, ja. Stimmt, ja. Greedy sagt, nenne deiner Meinung nach ein Talent des anderen. Sarah, das zeigt sie nie, aber Sarah kann singen. Was war das? Okay. Jengis Talente kennt ihr wahrscheinlich alle. Er kann singen, er ist super humorvoll und sein Talent ist wirklich, wenn er lacht, dann müssen alle anderen mitlachen. Das ist ein wunderbares Talent. Ich muss nicht das lachen. Das ist ein Talent, was? Klar musst. Ja, du bist der zuerst lacht. Okay, wir beenden das Video. Ihr müsst wieder neue Fragen fleißig reinschreiben, dann drehen wir noch einen Teil davon. Ja, liebe Freunde. Ja, liebe Freunde. Sarah, kennst du das Prozedere?
abonnieren, favorisieren, daumerisieren, liebe Freunde. Genau. Ihr kennt das Procedure. Und natürlich auf meinen Kanal gehen. Und auf Sarahs Kanal gehen. Sarahs Kanal. Sarah hat ja jetzt einen eigenen Kanal. Ja. Wer noch nicht drauf war, sollte da jetzt drauf gehen, abonnieren und sich danach einen runterholen oder sonst was. Und dann machst du dir. Tschüss, mach's gut, liebe Freunde.